Hallo und herzlich willkommen im neuen YouTube-Video. Heute, irgendjemand von euch YouTubern hat sich das gewünscht, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es wurde explizit gewünscht, ein Blütensushi. Und so ein Blütensushi, das wirkt natürlich ganz anders, wenn man das auf so einer schönen Tortenplatte hat, weil eigentlich ist das ja eine Blumentorte, die wir da machen. Und dann gibt es eben statt Kuchen zum Essen, ist auch gut für die Figur, gibt es dann jetzt einfach mal einen schönen Blumenkuchen. Und auch wenn man nicht so viele sehen kann, ist es doch toll, wenn man ein schönes Geschenk hat oder einfach was Tolles für einen selber. Wie das geht, das erfahrt ihr gleich in diesem Video von Eva und Margit. Genau. So, die Steckmasse, die ist, hat so eine runde Form. Die muss man einweichen, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Das ist jetzt ein spezielles Format, weil normalerweise haben wir ja immer diese Steckschaumziegel. Ja, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle. So, unser kleines Lager. So sieht der Steckschaum normal aus, aber wir fanden es schön auf der Tortenplatte in den Mund. Und deswegen haben wir heute mal dieses hübsche runde Format genommen. Ich schaue nach dem Bestelllink bei Floristik24, den stelle ich euch rein, weil das ist natürlich super, wenn man nicht mehr so rumschnippeln muss. Ich habe das jetzt auf eine Folie gesetzt, dass das Wasser nicht rausläuft, beziehungsweise dass man es gut wässern kann. Steht da auch. So. Und so ganz nebenher habe ich auch eine Straußbestellung. Kein Gelb-Orange war gewünscht. Ich habe schöne frische Farben mit großen Bartnelken, Germini, Lilien. Ich bin hier hinten neben Herrn Strauß, weil die Zeit muss ja genutzt werden, denn Zeit ist Geld. Aber wir nutzen natürlich auch gerne, dass wir zu zweit sind. Zeigen euch das Video mit dem Sushi. Ah, kann ich dir helfen? Komm, ich kann den Käse einmal außenrum. Also okay. Man kann es natürlich in einem Stück machen oder halt auch mehrere Stücke, dass es so grob fixiert ist, dass es hält. Dann habe ich jetzt hier so ein doppelseitiges Klebeband, das Double Fix nennt sich das. Das mache ich dann einmal drum. So, und so, dass es nicht übereinander geklebt ist, sonst kriegt das nämlich nicht ab. So, jetzt kann ich schon mal hier oben von der Folie wegschneiden, weil die soll ja nicht rausgucken. Also ich lasse immer hinten, wenn ich sowas mache, wirklich immer so einen Zentimeter offen von dem doppelseitigen Klebeband, damit ich eben, ja, wie die Eva sagt, damit einem das erleichtert wird. Genau, also jetzt anfangen. Ja. So, jetzt ziehe ich das ab. So. So, und dann klebt das. Jetzt kann ich mein Blatt nehmen, weil ich möchte ja die Steckmasse verstecken, dass man die nicht sieht. Mein Spruch ist immer, keiner soll die Technik sehen. Genau, das ist wichtig. Mhm. So, und ich habe hier Aspidistra-Blätter, die halten ganz toll, die brauchen auch kein Wasser. Die klebe ich da jetzt drumherum. Da ist es aber wichtig, dass ich den Stiel abmache und auch ein Stück in das Blatt schneide, weil sonst ist es zu fest und nicht nach. Dann setze ich das einfach hier an. Wenn ich mal das so zu sagen darf, da ist ein bisschen Gefühl gefragt, wenn man den Stiel so vorsichtig so ein Stück abschneidet, vor allem wenn man in das Blatt reinkommt. Ja, wenn man da zu wild schneidet, dann hat man ruckzuck ein Loch drin und das ist natürlich ziemlich doof. Also muss man vorsichtig so ein bisschen was abnehmen, gell, von dem Stiel. Ja, ja, das ist dann ganz wichtig. Also hier hinten kann man ganz abschneiden und dann einfach hier so vorsichtig abschälen. Ich glaube, das ist das Beste, wirklich so ein Stück abschälen, so ein kleines Scheibchen und sich da rantasten, weil ansonsten, wenn man zu viel schneidet, hat man einfach hier ein Loch im Blatt. Und das ist doof. Die heißen übrigens auch Schusterpalme auf Deutsch. Stimmt. Aspidistra oder Schusterpalme. So, ich mache jetzt nochmal eine Efeu-Ranke drum. Da nehme ich mir einen Draht. Das ist ein Myrtendraht, das ist die dünnere Variante, kein Wickeldraht. Und das ist jetzt auch noch der Schmuckdraht, weil er eine schöne Farbe hat, also Silber ist. Die gibt es ja in verschiedenen Farben. Kann man auch passend dann zu den Blumen wählen. Wenn man ein rosa Gesteck macht, kann man dann auch ein rosa Myrtendraht nehmen. Ich
schüttel das drum, habe das mit fixiert am Anfang, also das Ende von der Ranke fixiert mit dem Draht, die Ranke drum gewickelt und wickel jetzt nochmal den Draht herum. Erfordert manchmal ein bisschen Übung, ein bisschen Geschick, aber wenn man die Ranke einmal mit diesem Draht fixiert hat und verhaftet hat, dann ist es sehr, sehr schön. Ja. Vielleicht kann man am Anfang jemanden bitten, einen noch festzuhalten, dann ist es einfacher, wenn man das erste Mal macht. Aber der Efeu macht es natürlich auch so schön spielerisch. Ja, ich höre schon auf. Jetzt habe ich hier, will ich das abmachen. Wichtig ist bei dem Draht, dass man das immer fixiert wieder, weil sonst, jetzt habe ich ihn schon abgerissen, aber dass man es fixiert wieder, sonst rollt er sich auf. Und dann kann man den weg tun. Das habe ich auch schon ganz oft in den Videos erzählt. Mhm. Weil wenn er sich nämlich so aufrollt, ja, sag mal so richtig auftrullert, dann ist das echt ätzend und dann ist der Draht leider ziemlich unbrauchbar. Also es gelingt nicht immer, ihn wieder zurück zu, ja, zur normalen Brauchbarkeit zurückzurufen, oder? Ja, das ist dann schwierig. Aber das passiert am meisten, wenn er neu ist, wenn er dick ist. Wenn er schon ein bisschen abgewickelt ist, ist es nicht mehr ganz so schlimm. So, jetzt kann ich loslegen mit meinen Blumen. Man kann auch sehr gut abgebrochene Sachen nehmen. Also wir haben jetzt vom Großmarkt beim Auspacken oder Anschneiden, da bricht dann schon mal was ab. Und das kann man sehr schön verwenden für sowas. Oder man kann natürlich dann, wenn es draußen wieder Blumen gibt, im Garten gucken, was da wächst und blüht. So, und ich mache jetzt die Sachen kurz. Und wichtig ist auch ein schräger Anschnitt, dass die schön Wasser ziehen können. Was auch immer schön ist, wenn man ein bisschen Grün dazwischen hat. Hier habe ich jetzt Efeu mit den Beeren. Dann teile ich mir das so ab. Hier unten ist ja seitlich wächst was raus. Dann nehme ich das hier oben weg. Um das andere dann auch noch nutzen zu können. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt, wie man die Stücke teilt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da das ist auch einfach, dass man möglichst viel von jedem Stiel grün, dass man möglichst viel daraus machen kann. Ja, es ist ganz wichtig, wie man das teilt. Ja, das stimmt. Ja. Da kann man sehr viel verwenden einfach. Ich zeig's ruhig nochmal ganz in langsam. Geht immer so mit schnell. Mit dem Teilen. Mit dem Teilen. Okay, hier habe ich zum Beispiel auch, das ist eine Bartnelke. Und die kann man jetzt auch, gut, das ist jetzt schon relativ lang. Das kann ich jetzt auch so wegnehmen. Aber man kann die Bartnelke natürlich auch dann so teilen, dass das, dass der Seitenstiel den unteren Stiel noch hat. Ja, wenn man das obere E kurz braucht. So. So. Die Eva hat in ihrem Leben schon so viele Stiele, Grünstiele geteilt, dass das zack, zack geht. Da muss man gucken, dass man mitgucken kann. So, jetzt auch die Efeubeeren nehme ich jetzt hier. Wenn die manchmal so lang sind, dann schneide ich die einfach ab und stecke sie extra. Das Grün dann extra dazu. Jetzt hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt so stecke, dann ist es sehr lang und das möchte ich jetzt in dem Fall nicht, weil das soll ja kompakt wirken. Das soll ja wie so eine Blumentorte aussehen. Auch ruhig das Werkstück mal rumdrehen, dann kann man es von allen Seiten angucken, das ist immer gut. Und ich glaube, was bei dem Blüten-Sushi auch sehr wichtig ist, weil man neigt auch manchmal dazu, zu viel zu Blüten so zu stecken, die so weiter rausgehen. Ich würde das, um diese schöne Blattumrandung wirken zu lassen, deswegen nennen wir es ja Sushi, wir packen es mit dem Blatt ein. Und um diese Umrandung toll wirken zu lassen, würde ich auch wirklich... Das parallel stecken, also im Prinzip nebeneinander. Nicht in die Mitte, dass die Stiele in der Mitte ankommen, sondern dass die Stiele im Prinzip parallel zueinander stehen. Ja? Mhm, genau, parallel. Also, genau. Und ansonsten ist wirklich, ist es schade um diese tolle, um dieses schöne Blatt, um diese Umrandung. Sonst kann man auch ein anderes Gesteck machen und einfach die Umrandung sozusagen zustecken, was wir im Sommer manchmal machen mit Weinlaub. Da verdecken wir natürlich das...
ja, die Technik, ja, die Basis. Aber hier wollen wir tatsächlich das Blatt sehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, der Unterschied. Schön, wenn man zu zweit reden kann. Da fällt jedem wieder was Tolles ein. Das ist herrlich. So, und während die Eva ihr Sushi steckt, bin ich an meinem Strauß. Ich habe also auch, wir verwenden ja unheimlich gern Natur. Oh ja, genau. Und hier sieht man, also Nelken sind immer ein bisschen pinzig. Ich habe jetzt hier eine Bartnelke, eine schöne, in meinen Strauß stecken. Und zack, ist sie im Knoten gebrochen. Das heißt, die Eva macht gerade ein Gesteck. Und ich gebe das gerade in die Abteilung von der Eva weiter. So, und schon verarbeitet. Genau, und schon ist es verarbeitet, weil leider, vor allem im Winter, sind die Nelken leider etwas brüchiger. Ja, und ich habe diesen Strauß hier auch gemacht mit einem schönen Apfelbaumast mit Spinosa. Und der Kunde wollte den gern modern gebunden haben. Und die kurzen Stücke bekommt die Eva, wenn Sachen sind. Die längeren Stücke, die verwende ich. Weil ich brauche jetzt natürlich lange Stiele, um diesen Strauß schön gestalten zu können. Und so kann man hier Hand in Hand wunderbar die schönen Blüten und was wir ja diese schönen Naturmaterialien verwerten. Das ist natürlich toll, wenn einer kurze Sachen macht und einer lange. Das ist ja, das ist eigentlich der Traum. Praktisch. Ja, weil das ist genau das, was wir immer gerne machen. Das ist, damit die Sachen perfekt verwendet werden. Ich mache manchmal auch so Bündel. Und sie steckst du dann zusammen rein. Das klappt nicht immer, wenn sie manchmal zu weich sind, die Stielchen, aber das manchmal klappt es auch. Und so entsteht nicht nur das Blumengesteck, sondern auch Hand in Hand natürlich hier der Strauß. Wir können hier auch so schön arbeiten, weil wir wirklich hier vorne die Arbeitsplatte haben, hinter uns das ganze Grün. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir müssen uns nicht bücken, um das Grün zu nehmen. Wir können hier rückenschonend arbeiten. Das ist ja ganz, ganz wichtig, ja, weil wir ansonsten, wenn man sich den ganzen Tag bücken müsste, weil wir tragen eh sehr viel. Wir tragen die Kisten morgens rein und wenn wir mit dem Anschnitt, wir tragen Wassereimer, Vasen. Ja, einmal hat jemand zu mir gesagt, ja wieso, die Blumen sind doch alle so leicht. Wieso ist es denn so schwer? Ja, es gibt ganz viele schwere Sachen hier zu tragen. Aber das gehört natürlich auch zum Leben im Blumenladen dazu und das ist völlig normal. Hier ist auch wieder ganz schön. Teile ich den Stiel, weil die Blätter ja eigentlich hübsch sind mit ihrer Zweifarbigkeit und deswegen schneide ich das jetzt hier oben raus und kann den Rest noch verwenden. Ah, bei dieser Kapflora. Schön. So. Tolle Blätter sind das. Ja, sehr schön. Ganz toll. Und das Schöne ist, ich habe jetzt, dadurch ich jetzt Rosa und so ein Aprikot im Prinzip gemischt habe, habe jetzt durch diese Blätter, weil die auch beide Farben beinhalten, habe ich eine ganz gute Verbindung geschaffen. Das ist halt immer, wenn man verschiedene Sachen nimmt, also verschiedene Farben oder es bunt macht, ist es wichtig, dass es dann richtig bunt ist, dass dann von jedem was dabei ist. So. Hallo. Ja. So, ich bin jetzt im Prinzip fertig mit dem Gesteck, also mit dem Stecken an sich. Ich habe jetzt in der Mitte die Blumen etwas höher gelassen als am Rand. Dadurch kommt ein bisschen eine Rundung zustande. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte außen ein Band
ein Schleifenband dran machen. Da wähle ich gern ein schmales. Das finde ich immer hübscher als ein breites. Dass einfach noch mal ein bisschen die Farbe wiederkommt von den Blumen. Das habe ich jetzt rosa gewählt. So, und das knote ich einmal fest. Dass die Mitte höher ist als der Rand, das hatten wir auch im letzten Video mit einem sehr schönen Rosenstrauß. Da mache ich nochmal die Infocard oben rein, weil da hat man auch gesehen, wie schön das ist, diese kugelige Wirkung. Und genau, ja, ganz ähnlich ist es natürlich auch bei diesem Sushi-Gesteck. Das sieht dann viel dekorativer aus. So, jetzt setzen wir es auf unsere Kuchenplatte und fertig. Ist das ja, Sushi? Ich würde sagen, genau. Nimm doch mal dein Werkstück auch mit. Das sind jetzt heute unsere zwei Werkstücke. Deins ist natürlich hier der Hauptgrund des Videos. Das ist jetzt nebenher. Aber schaut auch die anderen Videos, die wir auch gemacht haben zum Thema Sushi. Da habe ich ganz tolle Videos, die kommen auch im Abspann. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank. Alles Liebe und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!